Und herzlich willkommen zur 202. Folge der Staffel 5 von Let's Play Minecraft Season 5. Der Staffel 5 von Let's Play Minecraft Season 5 vor allen Dingen. Ja, in der fünften Staffel der fünften Staffel. Hier ist ein schöner Wegweiser. Es gefällt mir jetzt richtig, dass wenn man auf ein Bett klickt, ne, sofort schläft. Super. Hier soll mal die Vormisch Mainz lang gehen. Die Vormisch Mainz in Treibenland, die lässt es auch auf sich warten. Es gibt da einige Termine, die nicht eingehalten werden, weil sie nicht eingehalten werden können. Unter anderem durch private Probleme, Hindernisse oder anderes. Ich habe, bevor ich eine Woche weg war und die eine Woche weg war ich, bevor ich die Folge 201 aufgenommen habe. Jetzt lief ich mein Land, genau. Hier hinten, in dieser Insel, übrigens, wer die Koordinaten rausfindet und sich hier irgendwas claimt in der Nähe, kann doch vergessen, das ist mein Gebiet, auch wenn hier noch nichts geclaimt ist. Also wer meine Let's Plays hier verfolgt, der weiß das ja. Jetzt zumindestens, dass hier. Cool. Pilze auf. Das ist mal hier ein Screenshot wert. F8. So. Ich baue mich mal hier hoch. Vielleicht sehen wir das dann besser. So, F1. F8. So. Kann wieder runterbauen. Also Pilze auf, das ist, auf einer Akazie habe ich noch nie gesehen. Lustig. Das hier hinten. Wie vorne, wo mir gerade bei der riesengroßen Zuckerrohrplantage sind, hier auch noch eine riesengroße Zuckerrohrplantage hinkommt. Ne? Nicht, dass er denkt, hier ist eine freie Fläche, wo wir nichts machen. Nee, hier kommt eine riesengroße Zuckerrohrplantage hin. Ich habe mir dann auch schon mal überlegt, mal wieder Sandfarmen zu gehen in meiner Sandfarmanlage, die in einer anderen Wüste ist, weit, weit weg, die auch noch niemand außer ich gefunden habe. Wo kein Dorf weit und breit zu finden ist. Und da farme ich meinen Sand. Da kann ich euch ja irgendwann auch mal mit hinnehmen. Nur da habe ich wie in den jetzigen Folgen, weil wir eben in Lehm City sind, Lehm City wollte ich gerade sagen, in Lehm City sind, keine Minimap an. Genau, weil wir sind jetzt ja nicht auf Reisen und ja. Ja, das ist die Jump'n'Run Schule. Ich laufe hier gerade planlos durch die Gegend. Nein, ich möchte euch noch ein paar Dinge zeigen, die neu entstanden sind vor der Woche, wo ich weg war. Konnte ich euch nicht zeigen, weil ich dort kurzfristig nicht zum Aufnehmen gekommen bin. Weil ich unter anderem ein paar Tägchen auf der Insel verbracht habe und noch ein bisschen Lastwagen gefahren bin, unter anderem aber auch mich ins Mittelalter zurückgeworfen habe. Das ist unsere Schauspielerbühne, wer es noch nicht kennt, ich kann ja mal kurz runtergehen. Unsere Schauspielerbühne. Unsere hier Freilichtbühne. Genau, das sind sämtliche Wappen aus sämtlichen Dörfern, die da mal mitgemacht haben. Unter anderem auch das Wappen von Schlangenstein. Upsala, das war nicht die Zoom-Taste. Das ist die Zoom-Taste. Aus Schlangenstein. Und wenn mich alles nicht schwer täuscht, ist das, also das mit der roten Blume. Gibt es hier noch was mit der gelben Blume? Ich glaube, das mit der roten Blume ist Altenhütten. Und das ist Levitin. Glaube ich. Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Ich glaube das. Und das hier. Oh. Spendentruhe. Die ist ja noch mehr gefüllt wie so mancher Bahnhof. Ich war jetzt eine Woche nicht weg und es wird Tag. Ach du Heimatland. Tag. Nacht. Schlafen. Hier sind Truhen. Die gucke ich jetzt nicht an. Gucke ich gleich an. Kommen wir gleich dazu. Schnell, schnell, Bett. Ich weiß gar nicht, was das von einem Bett ist. Ich habe kein Bett auf Tasche. So. Gehen wir wieder zurück. Ach du Heimatland.
Die Minecraft ist halt immer noch so leise eingestellt, ne? Braucht die Seite. Dankeschön. Options. Musik und Geräusche. Blöcke. Sammlerstärke. Ja. Ich glaube, es liegt an der Observationen, an der Atmosphäre. Naja. Das war jetzt doch nicht so laut. Na gut. Was haben wir denn hier in den Truhen? Nix. 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 Okay. Hier habe ich wahrscheinlich schon mal hingesetzt, weil wir in das Rathaus bauen. Also hier kommt das Rathaus hin. Genau. Das ist doch Leventin, wusste ich doch. Jetzt kommen wir an den Wüstenteil. Wir sehen ja linke Hand ein Areal. Das wollte ich eigentlich gern mit Wasser auskleiden, weil hier eine Papiermühle hinkommt. Sozusagen hier. Hier geht man durch einen Bogen durch, also durch einen Hausbogen, wo das Haus drüber wächst. Und das ist dann hier unten sozusagen die Papiermaschine. Hier drüben ist meine Strandvilla. Da kommen noch ein paar dazwischen. Und hier ist ja der Bahnhof, ne? Hier kommt ja die Bahn an. Dort hinten geht es weiter. Die Strecke reiße ich nochmal komplett ab. Die will ich mir auch teils protecten, weil da manche eben der Meinung waren, sie bräuchten Redstone. Ja, das ist ja das Altdorf, wenn man es so nimmt. Und da habe ich hier hinten, hier ist übrigens ein Bett drin, wenn es Nacht ist. Hier ist eine Spendenbox. Hier kann man es reinwerfen. Das kommt dann unten raus. Beziehungsweise kommt das da raus, wo ich es entnehmen kann. Und das Dach muss ich unbedingt mal fertig setzen hier. So, mal auf die Aufnahme gucken, weil irgendwie schmeckt mir das ab. Ja, hier muss ich noch Sand hinsetzen überall. Genau. Hier sind Zauntore aus einem gewissen Grund. Was ist hier passiert? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Die Dorfbewohner können ja zwar nicht raus. Ja, jetzt habt ihr eigentlich schon so viel gesehen. Ich wollte euch hier hinten. Ich habe ein bisschen was gemacht. Ich sag's mal so rum. Was ist hier passiert? Ich gehe mal kurz ins Lager. Wer es nicht kennt, das ist mein Lagerhaus. Oh, jetzt das Sand abgesagt. War ja ein Erdrutsch? Rüstungsschmied, Waffenschmied, Pfeilmacher, Gerber, Fischer, Bauer, Priester. Wollte ich, glaube ich, mal die Dorfwohner benennen hier. Aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Rohholz. Oh, wir haben noch ein bisschen Eichenholz. Holz verarbeitet. Setzlinge. Okay. Gut zu wissen, dass hier Setzlinge sind. Was ist hier? Nix. Ich brauche Sand. Stein. Stein. Na, nicht so viel. Diorit, ja, ist auch nicht so viel. Gravel. Nochmal Gravel. Bruchstein. Jetzt Kohle drin. Keine Ahnung, warum wir Bruchstein. Ach ja, Kohle. Okay. Warte mal, was ist denn hier? Nix. Hier. Ja, hier ist Eisen. Ich habe ja gesagt, irgendwo haben wir unsere ganzen Eisensachen versteckt. Die sind noch zwei Wassereimer und ganz viel Loren. Oh. Hier hinten, ne? Da. Kann man die von hier sehen? Nein, leider nicht. Wolle. Bunt. Und hier ist Wolle weiß. Und weiße Wolle haben wir ganz viel Sand. Wofür wollte ich eigentlich jetzt Sand mitnehmen? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wofür ich gerade Sand brauche. Ach so, wir waren ja hier unten. Mal kurz hier wieder aufschütten. War wahrscheinlich eine Erdrutsch. Hallo? Ja? Können Sie über uns sagen? Also. Mir und ja, das war falsch ausgedrückt. Kannst du mir sagen, was hier passiert ist? Kannst du nicht? Du weißt nichts. Ich soll zum Priester kann ich gehen. Okay. Ist hier Falco?
Volku. Oder heißt der Falco? Falco, der Rüstungsschmied, ja. Oh ja, Waffenschmied. Gute Eisenäxte, ja, im Angebot. Wissen Sie, wo der Priester ist? Nein? Okay, er ist verschwunden. Aha. Hier sind unsere Felder. Und hier geht es über eine neue Brücke, die ich errichtet habe. Die war nämlich vorher noch nicht da. Und zwar schaut die so aus. Es sind einige Steinreserven auf drauf gegangen. Hier ist noch Lehm, fällt mir gerade auf. Und da habe ich eben abgerundet mit. Sieht auf der anderen Seite genauso aus. Da brauche ich eigentlich nicht rüber gehen. Mit hier Akazienholz. Ganz schön viel Lehm. Ganz schön viel Lehm. So. Und das ist hier der Friedensbaum. Oder habe ich den irgendwie benannt? Steht da irgendwie ein Schild dran? Nee. Das habt ihr ein bisschen gesehen. Na gut. So, da tue ich jetzt mal hier ein bisschen nach unten gucken. Hey, hier komme ich nicht lang. So rum. Mal kurz das Essen. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Weit geht's noch? Das ist ein ganz schön Stück. Da wird's grün, hier wird's sandig, genau, hier ist das Ufer. Upsala. Hier sind unsere Enten. So, schwimmen wir rüber. Vielleicht habt ihr es ja schon gesehen, aber ich möchte es euch ganz zeigen. Oh, das Sandstein. Was ist es denn bloß? Und zwar habe ich so gut wie möglich versucht, tada, ein kleines Denkmal zu setzen für lebende Tieren. Und zwar geht es dann hier so eine Treppe hoch. Und hier habe ich Endstein besorgt. Den habe ich gekauft. Eben hier oben. Also mit Dings. Mit hier Schwarzeichenholz. Und roten Stein. Den habe ich hier drüben aus dem Nebenbiom. Ist ja logisch. Nicht gleich hier vorne, nicht dass er denkt, ja, hier vorne ist doch gar nichts. Sondern bin ich natürlich ein bisschen weiter reingegangen, hier eine Treppe nach oben. Dann habe ich mir Glasscheiben gemacht, habe die dazwischen gesetzt, sieht moderner aus. Hier fehlt nämlich noch orangener Teppich, den habe ich irgendwo rumoxidieren. Kann man nämlich auch noch hier hochgehen, was man eigentlich nicht machen soll. Das ist Obsidian, also Obsidian. Und hier oben ist eine Fahne, die habe ich im Maßstab getreu von der Fahne in Nemo City auf der Botschaft von den Nebellanden Schwarzen Bergfeste von Shadow Skulls abgekupfert. Jetzt haben wir's. Mensch, das war jetzt ein langer Satz. Drüben ist die Friedens Pfeife, wollte ich gerade sagen. Friedens Fichte. FF. Aus dem FF kannst du das. Friedensfichte. Meine Stimme geht gerade in Bach runter, weil ich wieder sehr viel spreche. Ich hatte eine Schulwoche hinter mir, wo ich auch sehr viel gesprochen habe. Bin einer aus der Klasse, der sehr viel redet. Es ist immer sehr schwierig, den Klassenkameraden zu erklären, wenn die teilweise nichts mit Let's Play anfangen können, warum ich so eine Labertasche bin. Vor allem, wenn uns unser Fachlehrer fragt, warum ich denn so viel rede. Ja, genau hier möchte ich gerne, habe ich erst gedacht, hier eine Zuckerrohrfarm hinzubauen auf die Seite, habe mich dann umentschlossen und habe dann gesagt, nein, hier kommt unsere Kuhzucht hin. So, dort habe ich irgendwas auf das Schild geschrieben, bin ich mal, ich glaube irgendwas mit Rinderzucht oder was ich da drauf geschrieben habe. Ja, Rinderzucht, leben mit in der Rinderzucht, hier kommen unsere Kühe rein. Und die Kühe sind bis jetzt noch hinter dieser Mauer. Da drüben habe ich kein Bett. Ich weiß nicht, ob ich hier ein Bett habe. Deswegen bin ich da jetzt sehr optimistisch und glaube, dass ich im Lager ein Bett habe. Ist hier was drin? Nein.
Schnell, schnell, schnell. Was ist hier? Achso, da waren ja die Namensschilder drin. Ich glaube, im Lager oben ist ein Bett. Hier. Nein! Kein Bett. Scheiße. War doch ein Bett. Guck mal, hier oben. Ist ein bisschen Gronkh nach empfunden. Oh, ich hab's gesagt. Lieber Jagdpanzer, wenn du das siehst, darfst du mich gerne vorteilen. Wo ist hier ein Bett, verdammte Axt? Nein, ich brauch ein Bett. Jesus Maria. So, ist hier ein Bett? Ah, hier ist ein Bett. Sehr gut. Ich hab Sand dabei. Sand, Sand, Sand. Meine lieben Freunde. Hier ist eine endliche Wasserquelle, lieben Brunnen. Sibbelhuhn. Hier, darum habe ich das nicht dort rausgenommen. Was wollte ich jetzt tun? Wollte euch zeigen, wo die Kühe jetzt sind. Und dann laufen wir einmal um den Berg rum und sind dann in der, wo die neue Plantage entstehen soll. Habe ich nämlich auch noch nicht weiter gebaut. Müsste ich eigentlich mal den Weg weiter pflanzen hier. Aber geht's unter der Brücke durch? Die Brücke gefällt mir überhaupt nicht. Beziehungsweise der Tunnel. Als was anderes kann man das ja nicht behaupten. Hier ist nämlich hier die Tierform zum erquickten Ei. Was haben wir denn hier in der Truhe drin? Sämtlichen Gruß. Und 36 Command-Blöcke, die natürlich nicht hier irgendwie erfahren sind, ne? Weil die kann man ja nicht bauen. Wäre lustig, wenn es da ein Crafting gibt. Kann. Moment mal. Ich zeige euch gleich mal was. Also hier sind jetzt unsere Kühe. Ne? Die werde ich versuchen, darüber zu bugsieren. Aber das hier ein riesengroßes Schafsgehege. Und ja, wie ihr mich kennt. Hier sind sehr viele weiße Schafe. Ein schwarzes Schaf muss immer der Herde sein und ein Postschaf. Das wird gerade trainiert auf Briefe. Hier hinten ist unsere Hühnerfarm, wo ich gerade überhaupt nicht weiß. Ich glaube, ich habe die Hühner alle mal getötet, weil ich die dort eh nicht rausbekomme, weil ich die Hühnerfarm ja auch umsetzen wollte. So, jetzt rennen wir einmal nochmal ringsrum. Und den ganzen Hügel, und das seht ihr mal, wie groß das Ding ist. Weil hier oben drauf auf den Hügel, da kommt auch noch, also die Stadt, die kommt natürlich noch über den kompletten Hügel drüber. Da soll ja auch die Formel-Schweins-Strecke lang gehen. Und wenn ich das hier einmal rum, wird wahrscheinlich heute, boah, meine Stimme, es geht gar nicht. Eine Folge etwas länger geht. Wie gesagt, da drüben, das schwebt da alles noch in Stern hier, wie ihr das gerade seht. Das wird alles nochmal abgerissen und dann wird es nochmal neu aufgebaut. Mit einem besseren Schienensystem, das werde ich diesmal protecten. Also hier hinten kommt sozusagen, kommen sozusagen Felder hin. Habe ich mir so gedacht. Also hier, wie gesagt, so eine Hauptstraße mittendurch, ne? Und hier zum Bleistift kommt ein Aufgang, weil es hier so sanft ist. Und wir müssen mal kurz was essen. Und weil hier ein Fluss durchgeht. Ich habe gerade keine Minimap an. Hätte das ja ruhig zeigen können. Und hier hinten, warte mal, ich drück mal kurz M. Da kann man das vielleicht besser sehen. Weil hier. Upsala. Upsala. Hier geht's zum Meer. Ja. Sozusagen ist ein großes Meer, ne? Großes Meer, hier ist das untere Südöstmeer. Was ist das? Das ist Elober See, ist das. Die Elober See. Und die Elober See, hier ist eine große Insel, die werde ich auf jeden Fall nicht für mich beanspruchen. Wenn man das ganz genau hinschaut, sieht man sogar hier irgendwo eine Bahnstrecke rumoxidieren. Müsste ja hier irgendwo sein. Sieht man die hier irgendwo? So in Linie? Ja, hier. Hier ist die Bahnstrecke. Wer hat jemand gebaut? Ist auch lustig. Wird wahrscheinlich die Luise gewesen sein. Ja, hier ist der Golf von Wettin. Und dieser Golf von Wettin hier bei der Timo S. Mal sehen, wenn der mal wieder kommt. Und dann diese kleine Bucht hier. Hier ist ja das Denkmal.
hier kommen, was ja alles schon durchgewachsen ist. Sieht gerade so aus wie. Habt ihr ein bisschen Fantasie? Könnt ihr das mal hier entziffern, was das sein soll? Hier ist das Auge, ne? Hier ist so die Nase. Aus wie so ein Wildschwein irgendwie. Oder? Mit aufgerissener Schnauze. Was gerade so einen blauen Schmetterling jagt. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ja. Man hat voll immer. So. Ja. Also hier die Stadt besetzt, hier die vom Schweinstreck gefallen, ne? Und die sollen ja hier, seht ihr das auch, durch die Stadt und hier dann so und dann hier über den Berg, ne, irgendwo über den Berg, kurz durch eine Höhle, tut ihr dann hier wieder Anschluss nehmen und hier dann weiter. Hier soll alles noch Häuser bebaut werden. Und ihr seht alleine, ein Kästchen hier ist ein Chunk, ne? Das ist ein Chunk und das Teil soll komplett hier noch Zuckerrohrfarm werden. Komplett. Hier kommt die Hauptstraße durch, die schlängelt sich wahrscheinlich hier durch. Hier ist ja die Baumschule hier oben. Müsst ihr euch vorstellen. Der komplette Teil hier. Das Teil. Bis zum Schwarzeichenwald. Das ist das Fort Lehmwettin. Hier wird zum Bleistift auch die Pferdezucht betrieben, habe ich vor. Also wie gesagt, die Zuckerrohrfarm hier hinten, kommt noch ein kleiner Hafen in zur Lobersee und in dem Bereich hier hinten kommen die ganzen Felder hin, ganze Bewirtschaftung. Ja, das groben zur Wirtschaft und wir gehen trotzdem noch mal hier rum, dass ihr mal seht, wie groß das Teil ist. Habt ihr gerade schon gesehen auf der Karte, wie groß das Teil ist. Also der Berg hier. Ich habe noch keinen wirklichen Namen für den Berg, sonst hätte ich den nämlich jetzt hier schon benannt hier. Das Riesenteil ist das nämlich. Mir war so in den Glauben, dass ich den irgendwann mal im Let's Play Mojangsberg genannt habe. Aber den Mojangsberg, den gibt es ja schon dreimal. In dreiem Land. Weil ich das schon aufgefallen ist innerhalb vom Let's Play von Oberzeron. So, haben jetzt schon 22 Minuten, knapp 23 Minuten aufgenommen. So, jetzt sind wir hier hinten auf dem Stück, wo eben das Zuckerrohr entstehen soll. Und hier hinten, hier ist schon wieder, pass auf, da ist schon wieder der Baum mit den, gleich nochmal ein Foto machen hier. Der Baum mit dem Pilzen, upsala. Nicht das Steg wegwerfen hier. Möchten wir wissen, ob in der Version 1.9 die, wenn man Gras zerschlägt, da der Flieder bzw. Sonnenblume bzw. die Pfingstrose zu sehen ist. Ja, wie zum Beispiel hier. Ist ja nur zur Hälfte da, da ist das nicht. So wie ich das gerade mitbekomme, aber ja. Das war's von mir, erstmal von dieser Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao.